Ich wünsche einen schönen guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen zur Samstagsserie hier auf der Nordschleife. Heiße euch herzlich willkommen. Ja, zum zweiten Rennen dieser Woche. Das erste hatten wir gestern. Und ja, heute nochmal der ganze Spaß in der Samstagsserie. Hatten gestern schon ein sehr spannendes Rennen gesehen und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir heute hier erleben. Ich hoffe, der Ton passt. Ich hoffe, es läuft alles. Wir haben hier schon in der Lobby den Roadrunner, LD Snooze, Laden 224 Edler, Fuzzi Fungo ist gerade beigetreten, Bender, Brad Pitt, Adalbert Gammel, Chakotay, The Iceman, White Body Allstars und Mamba. Da wird laut meiner Information noch zwei Leute, glaube ich, dazu kommen. Ich gucke mal gerade nach. Ich glaube, ich habe. Es müssten 13 Leute sogar sein. Wenn ich zwischendurch eine abgesagt hat, wovon ich nichts mitgekriegt habe. Es müssten wir heute sogar 13 Leute sein. 11 sind wir mittlerweile. Und ja, wir sind wieder hier, Nordschleife. Gehen wir mal rein. Sehen aktuell Bender fahren. Wir sind noch im Training. Wow, 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 wow. Geht schon ganz wild hier zu. Der Iceman im Porsche. Porsche hat gestern eine souveräne Leistung abgeliefert hier. Obi das gestrige Rennen souverän. Ja, okay, es war am Ende hat es knapp gemacht, aber am Ende hat er es doch gewonnen. Vor Dark Gamer auch im Porsche unterwegs gewesen, also quasi Doppelsieg für Porsche. Ob das ein gutes Vorzeichen ist, das werden wir dann sehen. So, die meisten stehen tatsächlich jetzt in der Box. Bender, Iceman und Mamba Freak sind die einzigen drei im Moment auf der Straße. Das ist noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich guck mal gerade, wir haben noch 5, ja, fast 6 Minuten. Sind noch nicht alle da. Ich habe aber heute das Glück, dass ich heute nicht den Lobby-Host mache. Das heißt, ich habe heute nichts mit Aufstellung und sowas zu tun. Das übernimmt heute der Brad Pitt. Da ist mir ein bisschen Stress ja, wird mir vorweggenommen. Das heißt, ich kann mich jetzt hier erstmal auf die Leute hier auf der Strecke konzentrieren. Sehen jetzt hier den Iceman fahren. Ich muss hier die Einstellung anmachen. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe gestern Videos gesehen, beziehungsweise Bildausschnitte aus meinem Stream und den Stream der Fahrer oder die Sicht der Fahrer. Und musste feststellen, dass die Fahrer gestern im schönen Sonnenschein gestartet sind und es noch recht lange hell hatten, bis es dunkel wurde. Und ich hier in meinem Stream schon fast in der Dunkelheit gestartet bin. War interessant.
Bin ich mal gespannt, wie es heute ist. Also es ist schon leicht am Dämmern hier. Ich würde jetzt mal gern die Sicht eines der Fahrer mal interessieren. Ob die jetzt hier immer noch Tage hier Sonnenschein haben. Ich habe am Ende nur dazu geschrieben, ich hoffe, die Ergebnisse passen wenigstens. Nicht, dass da auch was falsch ist. Aber die scheinen gepasst zu haben. So ist der Iceman im Moment der einzige hier auf der Strecke tatsächlich, der die Zeit hier noch ein bisschen nutzt, um zu üben. Ruckelt aber auch ein bisschen. Muss aber dazu sagen, dass ich heute generell ein bisschen oder vorhin, wo ich GT7 angemacht habe, ich schon leichte Probleme irgendwie hatte. Es hat übelst lang gedauert, hier irgendwas zu laden. Und wo ich dann einmal in der Lobby drin war und dann da raus wollte, hat sich mein Spiel dann komplett einmal aufgehangen, musste ich alles neu starten und dann hatte ich wieder lange Ladezeiten. Ich bin froh, dass es jetzt läuft. Und ich hoffe, es hält auch. So, Matthias ist in der Zwischenzeit mit dem Mazda dazu gekommen. Das heißt, wir haben jetzt auch schön was für die Ohren. Gott. Das Auto hörst du echt über die ganze Nordschleife schreien, ey. Leichter Ausritt. Fährt auch auf den harten Reifen. Ja, den hat sich gestern keiner zugetraut. Den harten Reifen sind tatsächlich alle mit Mediums durchgefahren. Und ich glaube auch, dass das für heute die richtige Entscheidung sein wird. Der Hennes ist auch gerade beigetreten. Ich guck mal gerade. Damit dürften wir ja jetzt sogar vollzählig sein. Und dann kann es ja sogar gleich losgehen. LD Snooze heute auch mit am Start. Der ist ja gestern leider nicht in die Lobby gekommen. Fährt heute als Ersatzfahrer mit. Will sich das nicht nehmen lassen, in dieser Woche hier mal ein 2-Stunden-Rennen mitzufahren. Das tut mir echt leid, was gestern da vorgefallen ist, dass er da nicht mitfahren konnte, wegen Lobbyproblemen. Muss man mal drüber nachdenken. Wir hatten ja vor 2 Wochen schon mal den Fall gehabt, dass ich eine Lobby aufgemacht hatte und da konnten 2 Leute nicht reinjoinen. Gestern war es der Fall, dass Snooze nicht reinjoinen konnte. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche speziellen Einstellungen sind, die das besser machen. Oder ob es da irgendwie sinnvoll ist, mit einem anderen Host zu arbeiten. Weil jetzt aktuell macht ja Brad Pitt die Lobby. Und jetzt haben anscheinend gar keiner hier irgendwelche Probleme. Okay, und es geht los. Der Start wurde reingeschrieben. Und wir lassen uns einfach mitziehen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie hier vor allem die erste Runde ist, wo das Feld noch ganz eng zusammen ist. Und wie stark es sich hier auseinanderziehen wird. Wir haben auf jeden Fall strahlend blauen Himmel. Das war gestern schon anders. Da hatten wir echt schon Dämmerung. Iceman hat die Pole Position vor Bender, Chakotay, Whitebody Allstars. Das ist natürlich die umgedrehte WM-Tabelle.
Fuzzifungo, Adelbert, Gammel, Brad Pitt, Laden, Matthias. Und ab hier fangen die Ersatzfahrer an. Mamba Freak, Roadrunner, Hennes und Aldi Snooze starten von hinten. Und jetzt geht der ganze Spaß los. 2 Stunden Nürburgring Nordschleife Samstagsserie. Alle kommen sie gut weg. Ich glaube, keiner hat einen Bug. Oh, jetzt wird hier... Ah, aber verhalten sich alle ruhig. Nico weit außen. Oh, 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 oh. Die 2 Mords Racing Teamfahrer hier leicht kollidiert zusammen. Ah, und Fuzzifungo schon abseits der Straße. Und da hinten war, glaube ich, noch einer auf. Ne, war keiner mehr auf Abwägen. Aber mieser Start für Roadrunner und Relax Mamba Freak, die sich da so ein bisschen gegenseitig blockiert haben in der ersten und zweiten Kurve. Iceman hat das erstmal ohne Probleme hier gemacht. Die Führung behalten. Über die ersten Kurven. Bender dann auf 2 liegend. Right Buddy Allstars auf der 3. Brad Pitt auf der 4. Chakotay schon gegen Matthias. Matthias setzt sich da schon durch. Und Chakotay muss aufpassen, dass er da... Ah, wir haben ja Caprio hier. Ja, das finde ich aber nicht so idyllisch wie gestern im Suzuki, muss ich sagen. Also im Suzuki kamen wir da irgendwie, vor allem, glaube ich, ich habe nicht mal einen richtigen Sitz hier, oder? Das ist eine zugeschraubte Platte, die wir hier haben. Also der hat gar keinen Beifahrersitz, aber wir sitzen irgendwie doch drauf. Keine Ahnung. Uiuiui, hier wird es ein bisschen eng, Einfahrt. Nordschleife. Jetzt wird es ganz schwer mit dem Überholen. Die 2 Teamkollegen hier, ich hoffe, die sind sich einig, wer hier vorfährt. Aktuell Roadrunner vor Relax Mamba. Oh, hier gab es schon Qualm, hier gab es schon Unfälle. Laden und Hennes in einer Kollision. Boah, da kommt Fuzzifungo noch knapp dran vorbei. Ja, die Nordschleife hat es in sich. Die verzeiht keine Fehler und die beiden hier nebeneinander, das geht noch gut gerade. Gehen wir nach vorne, aber Iceman macht hier einen guten Job aktuell. Und Mamba Freak jetzt hier im Windschatten. Ah, lupft hier aber ein bisschen mehr als Chakotay. Oh, jetzt kriegt Chakotay hier die Kurve nicht. Eieiei. Ei, ei. Und verliert den Platz nach dem Roadrunner. Und Aldi Snooze hat noch nicht die Möglichkeit gefunden, hier jemanden zu überholen, trotz der ganzen Vorkommnisse eigentlich vor ihm. Ich glaube nicht, dass er in einem der verwickelt war. Aber so richtig Profit da ausschlagen konnte er auch nicht. So, White Body Allstar mittlerweile auf der 2. Position. Bender hier mit ein bisschen Probleme. Brad Pitt, der auch schon gestern hier unterwegs war. Allerdings im Beetle, Leute, fährt er im Porsche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er heute Stammfahrer ist oder ob er gestern Stammfahrer war. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Soweit ich weiß, sind die jeweils in einer Serie nur Stammfahrer und nicht in beiden Serien. Kann mich aber jetzt auch täuschen. Das ist jetzt wieder so ein gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall macht Brad Pitt da jetzt schon ordentlich drauf. Bender, der kennt natürlich jetzt hier den ganzen Ablauf schon. Der hat das gestern schon 2 Stunden hier durchgemacht und jetzt
sticht er doch fast rein und da gibt's doch den Abflug vom Bender. Oh, gab's da eine Kollision? Ich habe jetzt keine gesehen. Aber das war auch echt mutig, da noch ein Überholmanöver zu starten. Bender jetzt mit einem Frontschaden. Verliert jetzt hier auch die Position. Ach, guck mal, Adelbert Gammel ist auch mit am Start. Der hat das gestern natürlich auch alles schon mal durchlebt hier. Die zwei sind auch sehr gute Rennen gestern gefahren. So, bei Bender ist, ist der Schaden mittlerweile weg. Da ist ein bisschen Zeit wieder aufholen. So, der Iceman macht das hier ganz kontrolliert im Moment. 1,6 Sekunden Vorsprung auf Whitebody Allstar. Dann schon eine kleinere Lücke von fast 4 Sekunden. Brad Pitt. Matthias dann auf der 4, dicht gefolgt von Adelbert Gammel. Dahinter dann Bender Roadrunner. Dicht gefolgt von Mamba. Dann schon eine Lücke von 12 Sekunden zu laden. Fuzzi Fungo. Chakotay. 10 Sekunden dahinter dann Hennes und Eldis Nus. Oh, hier wird grün geschwenkt. Das heißt, irgendwo muss auch gelb gewesen sein. Oh, Bender kommt da leicht aufs Kies, verliert die Position an Roadrunner, der sich jetzt schon gut nach vorne arbeiten konnte. Und wir haben hier gleich das Ende der ersten Runde. Die biegen jetzt hier alle auf die Gerade ein. Whitebody Allstar mit einem sehr geringen Abstand. Da könnte er sogar einen Angriff wagen aus dem Windschatten heraus. Zieht er jetzt rechts daneben. Jetzt ist das Ding, jetzt überholt er sehr früh, wenn er überhaupt vorbeikommt. Ah, ja, doch, ich schaff's vorbei. Aber jetzt setzt sich natürlich Iceman hier in den Windschatten. Zieht auch sofort wieder raus. Boah, da passt kein Blatt mehr zwischen. Also, die lassen sich sehr wenig Platz. Aber Whitebody Allstar kann das hier für sich entscheiden, das Duell. Auch wenn der Iceman da sehr wenig Platz gelassen hat. Aber es ist noch gut gegangen. Jetzt aber Iceman vielleicht hier auf der Stadt Zielgeraden. Da kann er aus dem Windschatten heraus angreifen. Whitebody Allstar verteidigt das jetzt nicht. Lässt Iceman hier die Innenbahn. Und setzt... Oh, mit einem leichten Querstoß. Und jetzt berührt Whitebody Allstar Iceman hier am Heck. Und setzt sich damit wieder durch. Das, ja, war... schon ein gröberes Manöver, würde ich fast sagen. Bin ich mal gespannt, wie Iceman jetzt darauf reagieren wird, ob er jetzt mit derselben Härte zurückschlagen wird. Matthias dann auf 3 Bergpit hier hinten. Das Feld relativ geordnet. Oh, Chakotay hier mit einem leichten Problem. Kriegt hier die Kurve fast nicht. Der Winkel ist jetzt auch schlecht. Und Hennes außenrum hier vorbei. Funktioniert das? Das hat funktioniert. Wo Chakotay hier noch die Innenbahn hat, aber nee. Da hat sich Hennes sehr gut durchgesetzt. Macht er da einen Fehler? Aber kannst noch halten irgendwo.
bleibt noch vor Chakotay und LD Snooze direkt dahinter. Aber ganz vorne Iceman gegen White Buddy Allstar, der wieder vorbeigegangen ist tatsächlich. Der Iceman wieder auf Position 1, konnte sich da durchsetzen. Also hart umkämpfter Platz 1 und 2 hier. Aber das Mittelfeld ist auch noch sehr nah zusammen. Hier Adelbert Gammel, Roadrunner, der sich hier immer weiter nach vorne tastet. Hat jetzt hier den Anschluss schon gefunden. Wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt hier schon mehr Helligkeit, als wir es gestern in der Freitagsserie hatten. Ich weiß nicht, ob es bei mir da ein bisschen gebuggt hat, was die Einstellung anging, also die Wettereinstellung. Aber es war auf jeden Fall schon kurios, wo ich gesehen hatte, dass die Fahrer da ja quasi wie jetzt hier noch sehr lange Tageslicht hatten. Weiter hinten Bender. Lex Mama Freak, der hat da eine große Lücke vor sich. Hinter sich hat er den Laden fahren, dann Fuzzi Fungo. Chakotay, LD Snooze, der mittlerweile an Hennes vorbei ist. Hennes sogar beide Positionen verloren von Chakotay und von Snooze. Ich weiß nicht, ob da ein Fehler drin war. Sieht aber fast so aus. Ich weiß aber nicht genau, was passiert ist. So, White Buddy Allstar weiter hinten. Sehr nah dran am Iceman. Wir fahren übrigens alle Fahrer mit den Medium-Reifen. Ja, macht auch in meinen Augen nur Sinn. So, aber die ersten beiden setzen sich hier von Matthias ein bisschen ab. Mal gucken, ob der die Lücke zufahren kann. Aber im Moment machen die beiden das hier unter sich aus. Aber hier im Zweikampf, das kostet natürlich Zeit. Und Matthias ist nicht allzu weit weg. Also das, wenn die sich hier richtig Zeit kosten, vielleicht sogar hier kollidieren. Hier auf der Nordschleife zu überholen, das ist nicht einfach. Und jetzt hat Iceman hier einen Fehler gemacht. Und jetzt ist natürlich Matthias direkt dran. Da hat er die Kurve nicht bekommen. Ein Fehler, der hier ja sehr schnell passieren kann. Und dann bist du halt auch direkt in der Wand. Er hat Glück, dass er keinen Schaden hat. Matthias jetzt. Boah, der setzt sich da direkt daneben. Boah, ist das hier ein gutes Manöver gewesen. Da müssen beide mitspielen, damit das hier glatt über die Bühne geht. Aber er ist vorbei. Matthias neuer Zweitplatzierter. So, Roadrunner weiterhin hinter Adelbert. Die gehen jetzt hier Richtung Karussell. Da jetzt erstmal nicht vorbeikommen. Außer er macht es halt jetzt mit der Brechstange. Ich glaube schon, dass er schneller kann. Aber halt aktuell einfach nicht vorbeikommt. Dahinter der Abstand, der wird immer größer nach vorne für Nico. Oh, und LD Snooze hat es auch weit nach hinten geworfen.
Der war zwischenzeitlich auch mal vor. Ah, Snooze. Da auch ein Fehler eingebaut. Jetzt hat er Schaden vorne und hinten. Eieiei. Chakotay auf der 12 liegen. Tennis hat sich P11 wiedergeholt. Nachdem auch er mal leicht zurückgefallen ist. So, White Buddy Allstars vorne weg jetzt. 3,7 Sekunden. Vor Matthias. Dicht gefolgt von Iceman. Noch unter einer Sekunde. Boah, aber da geht er hart über den Curb und schlägt jetzt an die Wand ein. Hat einen Frontschaden. Und einen Aufhängungsschaden vorne links. Das kostet natürlich jetzt auch wieder Zeit. Und damit ist der Vorsprung. Ja. Von Matthias jetzt größer geworden. 2,3, das baut sich jetzt wirklich gerade aus. So, kommt Roadrunner auf der Geraden jetzt hier vorbei an Adelbert. Beide hier mit dem Mercedes unterwegs, aber in einer anderen Ausführung. Der eine Ulol! Gott, was war das denn für ein Cheatcode gerade? Der eine im AMG, der andere im SLS. Und da geht Roadrunner trotz leichten Lags von Adelbert. Also ich hoffe ja, den hatte nur ich und nicht die Fahrer. Weil das ist echt bescheiden, wenn du da so springende Autos hast. Vielleicht aber jetzt der Konter von Adelbert. Ah, der kommt da innen. Kann er da den Konter setzen? Brad Pitt auch direkt davor. Aber da konnte Adelbert sich zurückkämpfen. Macht es den Roadrunner nicht einfach. Und Brad Pitt muss aufpassen, der kommt da jetzt langsam in Bedrängnis. Wow! Leichte Berührung hier. Aber ist nochmal gut gegangen. Zwischen Adelbert und Roadrunner. Ich glaube, Roadrunner hat sich innerlich schon sehr gefreut, dass er endlich vorbeikommt. Und dann kam die Stadtzielgerade und Adelbert hat zurückgeschlagen. So, Right Buddy Allstars weiter in den Führung hier vor Matthias. Iceman knapp 3 Sekunden dahinter. Dann kommt Brad Pitt, Adelbert Roadrunner. Ganzes Stück dahinter Mamba Freak. Hier hinten werden die Abstände schon ein bisschen größer. Aber hier vorne ist das Feld noch sehr nah zusammen und hier hat Matthias gerade die Führung übernommen. Oh, da muss aber auch gerade ein Fehler von White Buddy Allstars hier gewesen sein, weil der war ja noch konfrontabel vorne, aber einen Schaden hat er nicht. Aber irgendwo muss er hier einen Fehler gerade drin gehabt haben. Oh, und hier nochmal, hier dreht er sich sogar weg. Und jetzt, oh, boah. Da fährt Iceman durch ihn durch. Hat den AMG mal kurz von innen gesehen und hat aber auch Glück, ey. Weil Ghosting ist eigentlich aus, aber irgendwie ist es ja doch an. Zum Glück von Iceman, muss man dazu sagen. Weil das hätte jetzt ordentlich gescheppert. Und trotz, ja, Drift-Einlage, Pirouetten-Einlage hier von White Buddy Allstars nicht allzu viel Zeit verloren. Er hat zwar die Position jetzt verloren, aber er hat jetzt keinen Schaden am Auto. Das hätte jetzt auch noch schlimmer ausgehen können. Aber hat jetzt hier innerhalb,
ja, der ersten 3 Minuten dieser Runde 2 Positionen verloren, die ganze Führung verloren. Und Matthias jetzt vorne versucht sich jetzt hier abzusetzen. 3 Sekunden zu Iceman. Mal gucken, was White Buddy Allstars hier macht. Und hier hinten das Feld immer noch sehr eng zusammen. Roadrunner findet hier keinen Weg vorbei an Adelbert Gammel und Brad Pitt. Oh, jetzt macht aber Adelbert hier einen Fehler. Roadrunner vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Adelbert da jetzt dranbleiben kann, weil ich glaube, Roadrunner hatte schon die schnellere Pace, hatte nur nicht den Weg vorbeigefunden. Und für Bradbeat könnte das jetzt auch eng werden, wenn Roadrunner wirklich hier eine schnellere Pace hat. Merken auch langsam wird es dunkler. Die Sonne geht unter. Ich kann ja mal gucken, wo sie ist. Ja, irgendwo da hinten wird sie gerade untergehen. Also ein bisschen Tageslicht haben wir noch. Aber auch nicht mehr allzu lange. Und hier im Wald, das haben wir ja gestern gesehen. Hier ist keine Außenbeleuchtung oder sonst irgendwas. Hier hast du nur den dunklen Wald und seine Leitplanken. Da hast du nur deine eigenen Scheinwerfer und vielleicht die Rücklichter des vor dir Fahrenden, wenn du einen hast. Das sind so deine einzigen Orientierungspunkte. Hier hinten werden die Abstände leider schon sehr groß. Hier zieht sich das schon ordentlich auseinander. Vielleicht, wenn wir hier die ersten Boxenstops haben, vielleicht finden sich dann hier die Fahrer wieder ein bisschen zusammen. Auch Chakotay hier hatte einen leichten Frontschaden. Ich weiß nicht, im Suzuki habe ich das hier gestern mehr gefeiert. Die Ansicht, hier im Cabrio unterwegs zu sein. Einfach weil ich da auch einen Sitz hatte. Das war irgendwie einladender. So, Matthias macht das hier bis jetzt sehr kontrolliert, hat sich sehr gut nach vorne gekämpft, ohne Fehler. Hat eher die Fehler der anderen ausgenutzt. Und ist jetzt, ja, in Führung liegend. Aber die Konkurrenz, die schläft nicht, die fährt direkt dahinter. Und Roadrunner jetzt an Brad Pitt vorbei. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Roadrunner damit jetzt auf P4 liegend, Brad Pitt auf 5 und Adelbert, der konnte sich jetzt langsam wieder ein bisschen rankämpfen nach seinem Fehler. Vielleicht auch den Zweikampf ein bisschen ausgenutzt von den beiden vor ihm da, dass er da ein bisschen Zeit gewonnen hat. Jetzt biegen wir hier gleich zum zweiten Mal auf die Gerade ein. Da können wir vielleicht noch mal so einen kleinen Topspeed-Vergleich machen. Oh, aber hier Right Buddy Allstars holt sich jetzt hier erstmal vielleicht die zweite Position zurück. Aber jetzt aus dem Windschatten heraus. Ist auf jeden Fall sehr eng hier.
Jetzt vielleicht der Konter direkt von Iceman. Oh, weit war die Allstars, positioniert sich da recht mittig. Gibt da Iceman keine Chance, da vorbeizukommen. Oder zum Kontern, aber vielleicht jetzt auf der Stadtzielgeraden. Das hatten wir vorhin schon mal. Aber jetzt mit 8 Zehntel, ah, das wird schwer. Da hat er ein bisschen die Kurve versaut. Sonst hätte er hier vielleicht noch kontern können. Brad Pitt hat jetzt auch die Position an Adalbert Gammel verloren. Adalbert Gammel jetzt neuer 5-Platzierter. Brad Pitt auf 6. Nico weiterhin. Ja, nach vorne hin Luft, nach hinten in Luft. Fährt hier recht alleine um die Strecke. Bender hier zum ersten Mal in der Box. Das ist jetzt interessant, nach zwei Runden, ja gut, nach zwei fahrenden Runden. Ne, es ist die vierte schon, das war die dritte schon, also nach drei Runden. Jetzt ist das hier auch aktualisiert. Tankt er aber nur nach? Aber mit dem Reifensatz wird er jetzt auch nicht viel fahren können mehr. Warum tankt er, warum wechselt er nicht gleichzeitig den Reifen? Das ist auch ein Interesse. Oder hat er sich da jetzt verklickt, dass er da versehentlich den Reifen nicht wechselt? Oh, und Matthias bekommt jetzt Besuch hier. Oh ne, stimmt gar nicht. Hä? Warum sah denn das gerade so nah aus? Oder war das eine Überrundung? Oh, das... Nee, sonst kann das nicht gewesen sein. Oh, Iceman! Boah, das war knapp hier an einem Wandknutscher dran. Jetzt merken wir langsam, die Sonne geht unter. Also wir haben noch ein bisschen Licht. Aber man sieht halt, wie dunkel es jetzt hier wird. So richtig sieht man das, wenn man nach hinten guckt. Da sieht man erstmal, was einen die Scheinwerfer da vorne bringen. So, aber aus der Taktik von Bender bin ich jetzt noch nicht ganz schlau geworden. Der hat jetzt komplett voll getankt, aber seinen Reifen nicht gewechselt. Das ist jetzt entweder so eine Sache von, ich habe mich jetzt verklickt und wollte eigentlich einen Reifen wechseln, hab's aber... War ein Fehler. Oder das ist jetzt irgendeine Taktik, die ich noch nicht geblickt habe. Weil der fährt doch jetzt maximal eine oder zwei Runden mit den Reifen, dann sind die doch hin. Beziehungsweise muss dann eh jeder in die Box, wobei ich hier schon ganz unterschiedliche Reifenverbrauchswerte hier sehe. Also bei Laden sieht der Reifen noch recht gut aus im Vergleich zu Mamba Freak. Der hat den Reifen schon hart hergenommen. Aber auch als einziger, die haben eigentlich alle noch recht guten Reifen. Bei Mamba sieht es übel aus. Bei Bender halt auch, aber er hat auch den Reifen nicht... Oh, Matthias hat hier einen Fehler gemacht! Geht er da vorbei? Matthias hier mit einem eigenständigen Fehler. Auf P1 liegend wirft er das Auto in die Wand, hat jetzt hier einen Frontschaden, einen Heckschaden hat er auch noch und einen Aufhängungsschaden. Ja, da sieht man jetzt mal, wie schwierig es jetzt hier wird. Das wird nicht der einzige Zwischenfall hier bleiben in der Nacht.
Die Frage ist nur, werde ich alle sehen? Das ist die Frage. So, der Schal mittlerweile wieder weg. Ah, da hat Matthias das jetzt ein bisschen weggeworfen. Die gute Position, die er hier hatte. Jetzt hängt er hier wieder hinter White Buddy Allstars fest. Können wir jetzt mal reinschalten Richtung Mutkurve. Oh, die kriegt White Buddy Allstars nicht und jetzt zieht er voll rüber. Oh, das war wild. Da kommt er erst zu weit raus aus der Mutkurve. Und dann wechselt er einmal komplett die Fahrspur. Und jetzt hängt Matthias da voll im Getriebe. Gibt jetzt auch Lichthupe. Das war schon wild. Also kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel Fahrzeugkontrolle er da noch hatte, als er da vom Gras zurückgekommen ist. Aber eigentlich wäre es jetzt schon die, ja, wie nennt man das? Die Sportman-Regel gewesen, jetzt nicht nochmal die Seite da zu wechseln, sondern dann auf der rechten Seite eher zu bleiben. Um da nicht, weil Matthias hätte da jetzt auch voll reindonnern können. Weil er da einfach voll den Überschuss hatte. Also das war jetzt schon knapp. Matthias weiterhin unter einer Sekunde da jetzt dran. Da sind wir richtig. Boah, der Mazda, ich weiß nicht, wie man freiwillig den Mazda. Den könnte ich nur selber fahren mit Rohrstöpsel. Oder ich müsste das vom Spiel so regeln, dass das eigene Fahrzeug dann so leise wäre. Anders würde ich das hier nicht aushalten. So, hinten im Hintergrund sieht man schön die Nürburg. Wie sie schön beleuchtet ist. So, jetzt kommen wir hier auf die Gerade. Jetzt wird es interessant hier aus dem Windschatten. Ja, jetzt sind es knapp 7/10. Jetzt wird's. Oh, weiß ich nicht, ob das reicht. 8. Ja, jetzt. Der Abstand schrumpft ein bisschen. Jetzt kommt er gleich in den Windschatten rein. Und ich glaube, wenn er da einmal drin ist, dann geht's schneller. 6/10. Ich weiß nicht genau, wann der Windschatten greift. Aber er wird jetzt schon drin sein. Halbe Sekunde. 4/10. 2,67 zu 2,57, also 10 km/h Unterschied jetzt hier. Und jetzt schert er raus. Ja, souverän. Und ich glaube, ich sehe es noch nicht, aber da gibt es keinen Konter erstmal. Vielleicht jetzt auf der Stadtzielgeraden. Da muss man jetzt abwarten. White Body Allstars auf jeden Fall noch sehr nah. Ah, White Body Allstars fährt in die Box. Macht jetzt hier quasi einen Undercut. Auf Matthias, der noch eine Runde fahren kann. Ich glaube, hier ist es einfach nur mit Sprit eng geworden. Alter, wie hell ist hier im Vergleich zu draußen in der Box ist, ey. Da kriegst du ja. Da kriegst du ja richtig einen Migräneanfall. So, Matthias auf jeden Fall jetzt erstmal die Führung wieder übernommen. Roadrunner damit auf P2 erstmal. Fährt an den Fahrern vorbei, die hier gerade in die Box reingefahren sind, auch Adelbert Gammel. Auf P3 liegt jetzt Brad Pitt. P4. Ja, und hier wird jetzt erstmal nachgetankt. Fuzzifungo kommt da vielleicht auch noch vorbei. Könnte sich vielleicht sogar noch ausgehen. Ist jetzt auf der Stadtzielgeraden. Tanken immer noch. Für Hennes wird sich das nicht mal ausgehen.
Also Iceman wieder zurück auf der Strecke und White Body Outsaw auch auf der Strecke. Damit, das sind eigentlich P2 und 3 hier. Die beiden. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die rauskommen. Beziehungsweise wo dann Matthias rauskommt. Der hat natürlich jetzt so ein bisschen den Vorteil, er hat halt den leeren Tank, ne? Hat zwar auch ein bisschen, obwohl die Reifen sehen eigentlich noch gut aus, die dürften eigentlich noch nicht das Problem sein. Ich glaube eher, er hat einen Vorteil dadurch, weil er halt jetzt mit dem leeren Tank wahrscheinlich eine schnellere Runde fahren kann. Der Reifen müsste das eigentlich noch hergeben. Er darf halt jetzt nur keinen eigenständigen Fehler mehr bauen. Und dann glaube ich, baut er hier seinen Vorsprung eher aus. Dass das eher ein Overcut wird. So, alle anderen Fahrer müssen aber auch gleich reinkommen. Der Sprit neigt sich jetzt bei allen Fahrern dem Ende entgegen. Also nach 5 Runden ist hier wirklich Schicht. Aber das schaffen die Fahrer locker hier mit einem Reifensatz eine komplette Tankfüllung zu fahren. Ja gut, der eine mehr, der andere weniger, ne? Also bei Mamba ist es eher... Der ist, glaube ich, froh, wenn er gleich in der Box ist. Aber auch echt einen harten Reifenverschleiß, muss man sagen, im Vergleich zum Rest des Feldes. Das ist jetzt auch nicht autobedingt, weil er fährt den AMG jetzt, sage ich mal, genauso so wie Roadrunner. Hennes fährt auch den Roadrunner. Ah, der war aber auch schon in der Box, das kann ich jetzt ja nicht mehr nachvollziehen. Chakotay auch jetzt in der Box. Aber das scheint jetzt nicht am Auto zu liegen, sondern eher ja, an der Fahrweise, hätte ich jetzt gesagt. Dass er da einfach den Reifen härter rannimmt. Mittlerweile komplette Dunkelheit hier, also das kann man ja mal gucken hier, aber da ist noch ein bisschen Sonne zu sehen, aber die ist gleich weg. Weit war die Allstars ganz knapp hinter Iceman. Davor fährt Fuzzy Fungo. Könnte jetzt hier auch sehr interessant werden. Zu Bender haben sie erstmal sehr viel Luft. Da liegt eine ganze Minute zwischen. Bender. Ja, Bender war ja als erstes drin, ne? Boah, das sieht aber auch ganz wild hier aus. Uiuiui. Also das sah jetzt schon beim Anbremsen auf die Kurve, sah das schon richtig wild aus. Und hier wird es jetzt richtig eng zwischen Right Body, Allstars und Iceman. Iceman setzt sich hier durch, hängt aber jetzt voll hinter Fuzzy Fungo. Und das ist jetzt hier in dem Waldstück richtig schwierig vorbeizukommen. Mal gucken, wie wir hier die beste Übersicht behalten. In dem Ganzen. Bei der Außenkamera sehen wir ja fast gar nichts mehr.
glaube, so sehen wir es jetzt aktuell hier am besten. Jetzt kommt hier die Mutkurve. Ah, oh, hier geht Right Body Olds ein bisschen weit außen, setzt sich aber jetzt hier vor. Boah, das war eng. Also da bin ich jetzt ein bisschen froh, dass er da nicht durchgezogen hat. Ah, jetzt verlieren beide da links ist, und jetzt geht White Body Allstars vielleicht an beiden vorbei hier. Fuzzy Funke und Iceman beide die Kurve nicht bekommen. Jetzt hier das Karussell. Fuzzy Funke konnte sich jetzt hier noch außen halten. Also er konnte das noch halten, dass er die Kurve da nicht bekommen hatte. Konnte er die Position noch halten, aber für Iceman hat sich ist das nicht ausgegangen. Der hat die Position an White Body verloren. Und jetzt macht er da richtig Druck auf Fuzzy Funko. Aber hier. Oh, jetzt mit der Brechstange. Aber das. Oh, das geht für beide wahrscheinlich nicht gut aus dann. Oh, jetzt vielleicht innen. Aber nee, auch nicht. Also du findest hier keinen Weg vorbei. So sehr du drückst und jetzt. Oh, ich glaube, jetzt gab es ja auch eine Berührung. Es ist ganz schwierig hier zu überholen. Und man merkt, wie ungeduldig die zwei sind, weil die natürlich auch Zeit verlieren. Ich meine, der Matthias, der fährt da vorne auf P1. Die haben hier den Undercut-Versuch und jetzt kommen sie hier nicht vorbei und verlieren hier auch einfach die Zeit. Weil sie da einfach nicht vorbeikommen und jetzt macht Fuzzy Funke den nächsten Fehler. White Body geht vorbei. Das hat Iceman natürlich jetzt gesehen. Der will auch direkt vorbei. Aber hier das. Boah, das wird schwer. Der muss bis zur Geraden jetzt warten. Matthias jetzt in der Box. Die werden wahrscheinlich jetzt alle reinkommen, die bis vorhin noch nicht drin waren. Er kommt da nicht vorbei. Jetzt vielleicht hier macht. Ja, Fuzzy Funke ging zu weit raus auf der Kurve hier und jetzt hat er es geschafft. Der Iceman. Vorne sind sie jetzt alle drin. Haben alle keinen Sprit mehr. Matthias tankt schon auf und das wird denen richtig Zeit gekostet haben hier. Die haben alle keinen Sprit mehr. Und Nico hat auch keinen Reifen mehr. Und die beiden für. Jetzt wird es nämlich mal interessant zu sehen, wie viel Zeit die jetzt tatsächlich verloren haben. Ich glaube, Matthias wird hier als erster die Box wieder verlassen. Und da wird der zwei nicht drankommen. So, da kommen sie auf Startziel. Wo ist. Matthias, der verlässt jetzt die Boxengasse. Boah, das war aber auch noch verhältnismäßig knapp jetzt. Also, wenn die da jetzt nicht so viel Zeit verloren hätten, dann wäre das richtig knapp geworden. Dann hätte der neue Reifen hier vielleicht doch mehr funktioniert, als ich jetzt gedacht hätte. Also die 2 Sekunden, die haben die auf der Strecke auf jeden Fall verloren hier, die zwei. Das wäre sich mit Sicherheit ausgegangen, der Undercut. Hallo Cody Maverick. Was geht ab? Cody, was ist los? Warum sehe ich dich nicht mehr auf der Strecke? So 2 Stunden Nordschleife, da sehe ich dich. So, Adelbert, die waren jetzt natürlich alle drin. Roadrunner, auch mit neuen Reifen, Brad Pitt. Sind jetzt alle Boxen bereinigt. Alle haben so voll getankt. Ja gut, außer Bender, der hat. Der fährt aber auch weiter. Also er fährt mit diesem Reifensatz, fährt er. Weiß ich nicht.
Also die Strategie, die ist mir noch ein Rätsel. Da bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt hier. Eldis muss, der muss jetzt auch in die Box. Er hat gar keinen Sprit mehr. Dadurch kommen Hennes auf jeden Fall vorbei. Bei Chakotay, ja, der hat noch ein bisschen Abstand. Ich glaube, das geht sich aus für Snooze. Oh, jetzt war Matthias da wieder ein Fehler. Also Matthias hier sehr fehleranfällig. In der Nacht hier in der auf der Nordschleife. Das hat ihn jetzt nicht die Position gekostet, aber schon ordentlich Zeit. Und jetzt den ganzen Schwung hier auf der Geraden. Jetzt siehst du mal, wie Right Body hier da ranzischt. Jetzt auch noch im Windschatten. Boah, wenn der jetzt hier daneben zieht, das wird kritisch. Das ist ja eigentlich kein richtig guter Überholpunkt. Weil die Strecke halt auch sehr eng ist und jetzt hier mit der Kurve mit drin. Aber er hat es auch jetzt gar nicht versucht, da jetzt irgendwie Harakiri-mäßig reinzustechen. Aber durch den Fehler von Matthias ist er da jetzt wieder dran. Und je nachdem, wie viel Zeit die beiden jetzt hier... Ja, wie viel Zeit das hier kostet, umso schneller kommt Iceman da dran. Und kann von dem Ganzen dann profitieren. Oh, Iceman da auch mit einem Fehler. Ich hab's nur gehört, das Reifen quietschen. Kriegt die Kurve, dann ich hatte jetzt einen Aufhängungsschaden. Ei, da kostet die Zeit. Ja, dadurch ist der Anschluss an den beiden jetzt erstmal weg. War die Olze hier richtig nah dran an Matthias. Jetzt hier den Berg hoch. Aber jetzt hier vorbeizugehen, ich meine, der ganze Abschnitt, der jetzt hier nach der Kurve kommt, ist alles Vollgas. Aber hier ein Überholmanöver zu setzen, das ist schon eine andere Hausnummer. Bin ich jetzt mal gespannt. Also der wird jetzt durch den Windschatten ein bisschen rankommen, obwohl so richtig ranfliegen kommt er jetzt noch nicht. Ja, das wird sich gar nicht erst ausgehen hier. Jetzt kommt gleich hier die Mutkurve. Ah, da kommt er aber gut ran. Ah, jetzt verliert das fast. Er war auf der Grasnarbe, hatte das Auto noch halten können. Ganz wild. Roadrunner dann auf 4, kriegt aber hier hart. Kriegt hier schon den Besuch von Adelbert, dahinter Brad Pitt, also die schenken sich hier auch nichts. Habe ich gesagt, Brad Pitt ist im Porsche unterwegs? Ist er im Porsche unterwegs? Ja, weil mir rechts gerade irgendwie der Peugeot angezeigt wurde, aber das wird dann von Laden gewesen. Ja, es wird mir wieder der Peugeot angezeigt, obwohl ich bei Brad Pitt bin. Ich dachte gerade, ich hätte die ganze Zeit gedacht, er wäre ein Porsche unterwegs. Aber ist er ja auch. Das hat mich jetzt ganz kurz irritiert. Ich werde ja wohl noch einen Porsche von einem Peugeot unterscheiden können. Das wird ja noch möglich sein. Ja.
So, schalten wir mal wieder nach vorne. Die ersten beiden hier. Nach fast 50 Minuten Renndistanz haben wir hier auf jeden Fall ein engeres Feld als wie gestern in der Freitagsserie. Das muss man jetzt mal so sagen. Mal gucken, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Aber im Moment haben wir hier einen Zweikampf zwischen Platz 1 und 2 und einen Dreikampf zwischen Platz 4, 5 und 6. Wobei Roadrunner sich da jetzt ein bisschen absetzen kann. Ja, und hier hinten wird es dann tatsächlich so ein bisschen, ja, hier verläuft sich das Ganze dann doch schon so ein bisschen. Jetzt kommen wir hier gleich auf die Gerade. Hier jetzt hinter White Bunny Ore ist das sogar. Ich gab es da jetzt wieder was, was ich nicht gesehen habe. Überholt ihn aber jetzt wieder auf der Geraden und da lässt er auch nichts anbrennen. Da wird auch kein Konter jetzt erstmal kommen. Also vielleicht jetzt auf der Stadt Ziel. Je nachdem, wie White Bunny jetzt hier rauskommt. Oh, das könnte knapp werden. Da könnte jetzt durchaus ein Angriff kommen. Matthias setzt sich da erstmal auf die Innenbahn. Aber es reicht dann trotz dessen nicht, dass er da vorbeigeht. Oder sich zumindest mal daneben setzt. Matthias baut sich jetzt hier langsam einen kleinen Vorsprung auf. 1,6 Sekunden, 1,7. Er muss halt einfach gucken, dass er fehlerfrei bleibt. Er hat schon sehr viele eigenständige Fehler gemacht, die ihm bisher sehr viel Zeit gekostet haben. Wenn er es schafft, diese abzustellen, dann wäre er hier auf jeden Fall komfortabler vorne. Der Iceman hat da jetzt ein bisschen den Anschluss verloren. Knappe 11 Sekunden. Und nach hinten auch 16 Sekunden zu Roadrunner. Also der hat auch ein relativ einsames Rennen jetzt gerade. Darf aber die Konzentration nicht verlieren. Boah, jetzt wird es hier langsam ein bisschen eng. Adelbert Gammel setzt hier einen Angriff. Und Brad Pitt kommt auch direkt mit. Also Roadrunner hier zwei Positionen in einer Kurve verloren. Da war der Exit aus der Schikane nicht ganz so nice. Und da kommen direkt beide Fahrer hier vorbei. Und jetzt haben wir hier Adelbert Gammel vor Brad Pitt und dahinter Roadrunner. Und Roadrunner blitzt hier auch, was das Zeug hält, was der Knopf hergibt. Ist hier die ganze Zeit Lichthupe am Geben. Das ist natürlich hier in der Nacht auch... Das kann den Fahrer vor einem dann auch ein bisschen aus der Fassung bringen tatsächlich. Wenn die ganze Zeit hinten die Lampen blitzen.
Was ist jetzt hier passiert, dass Matthias wieder auf P2 liegt? Also weit war die Orster wieder. Also hier gab es wieder einen Positionstausch. White Buddy Orster ist jetzt auf P1. Matthias auf 2. Ich gehe jetzt mal von einem eigenverschuldeten Fehler aus. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was hier passiert ist. Weil der hatte eigentlich einen relativ komfortablen Vorsprung. Und das ist halt jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Muss jetzt hier ein bisschen Konstanz reinkriegen. Weil sonst wird ihn das hier den Sieg kosten. Roadrunner ganz knapp hinter Adelbert Gammel. Davor sehen wir noch Brad Pitt fahren. Oh, jetzt kam er hier sehr gut raus. Setzt er sich daneben. Jetzt haben wir hier einen leichten Linksknick. Da wird er. Ja, da wird er nicht stehen bleiben können. Ne, und hier schafft er es auch nicht vorbeizugehen. Jetzt hier vielleicht auf der. Ja, es ist ja keine Gerade, die hier kommt, aber zumindest der Vollgasanteil. Aber das sieht jetzt nicht so aus, als käme man da entscheidend näher. So, der Vorsprung für White Buddy Oyster ist jetzt mittlerweile fast auf 5 Sekunden herangewachsen. Matthias, ja, auf P2 liegend. Muss er irgendwie eine Lösung finden, da wieder den Anschluss zu kriegen, die Zeit wieder aufzuholen. Aber im Moment zieht er ihm da davon. Ah, oh, und Iceman hier macht einen. Oh, da habe ich gerade. Eieiei. Kennst du das als Fahrer, wenn du gerade einen Fehler baust und genau dann schaltet der Streamer auch noch zu dir hin? Das ist manchmal wie so ein Flug, ey. Genau den Moment hatten wir gerade. Und jetzt Roadrunner immer noch direkt hinter Adelbert Gammel. Der kann dieses das Heck des Mercedes vor ihm, das kann er auch bald blind aufzeichnen. Das kennt er bald auswendig. Hier. Jetzt ist er auf jeden Fall sehr nah dran. Boah, jetzt kommt er hier vielleicht sogar noch außenrum in der Kurve vorbei. Aber ich denke mal, er wird es jetzt hier richten mit Windschatten. Adelberg, ich weiß nicht, ob er auch noch. Könnte sogar sein, dass er auch Windschatten hat. Das könnte ihn jetzt ein bisschen retten von Roadrunner.
dass er selber auch mit Windschatten sich ranzieht am Brad Pitt. Matthias schon in der Box. Das ist jetzt überraschend. Der war vorhin der letzte in der Gruppe, der gestoppt hat. Also da waren ja Iceman und Right Buddy Allstars ja vor ihm boxen. Und er fährt jetzt schon rein. Das ist jetzt eine interessante Taktik. Weil er hätte ja eigentlich schon länger fahren können als hier Iceman und White Body Oyster. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er sich das jetzt antut. Kommt er jetzt raus? Hat zum Glück, ja gut, hinter sich hat er Luft, vor sich wird er dann irgendwann auf Roadrunner auflaufen, wenn die sich hier weiterhin so viel Zeit kosten. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Move. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich jetzt ehrlich. Weil damit wird er mit Sicherheit noch einmal stoppen müssen. Und alle anderen werden ja auch noch mal stoppen müssen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was sich hier entwickeln wird. Roadrunner ein bisschen den Anschluss jetzt verloren an Adelbert. Dafür ist aber Adelbert extrem nah dran an Brad Pitt. Allzu lange wird es nicht dauern, bis Matthias da aufläuft. Und dann muss er irgendwie den Weg da vorbeifinden. Und das würde ihn Zeit kosten. Damit jetzt komfortabel in Führung liegend, White Body Allstars hat jetzt hier 30 Sekunden Vorsprung auf Iceman. Brad Pitt dann auf P3 liegend, direkt vor Adelbert, und Roadrunner ist auch nicht allzu weit entfernt. 6 Sekunden dann dahinter Matthias, gerade aus der Box gekommen, holt da jetzt ein bisschen Zeit auf die Jungs, laden dann auf P7, Mamba auf 8, Fuzzi Fungo auf der 9, Hennes auf der 10, Bender auf der 11 liegend, Chakotay auf der 12 liegend und Snus aktuell auf der 13, aber müsste auch vorhin in der Box gewesen sein, zumindest vor einer Runde, weil die Reifen sehen noch sehr frisch aus. Und ich bin mal gespannt, wie lange die zwei noch fahren werden. Ob die vielleicht sogar diese Runde schon reinkommen. Oder ob die noch eine Runde fahren. Boah, Iceman hier. Das war auch ein bisschen knapp gerade. Matthias jetzt schon unter 5 Sekunden. Ja, knapp unter 5 Sekunden. Aber holt auf die Dreiergruppe hier. Aktuell kosten die 30 hier zumindest untereinander keine Zeit. Zweikämpfe haben sie so ein bisschen eingestellt, wobei Roadrunner da jetzt doch gut aufholt gerade. Also jetzt ist er doch wieder sehr nah dran.
Das sah jetzt vor ein paar Kurven noch anders aus. Und da hinten sehen wir schon die Scheinwerfer von Matthias. Also der ist da jetzt schon unter 4 Sekunden. Jetzt gehen sie hier alle ins Karussell rein. Matthias, da kommt der auch schon. 3,3 Sekunden. Der holt immer mehr auf. Und dann bin ich mal gespannt, ja, wie er sich da durchschlägt. Durch die Dreiergruppe da vor ihm. Roadrunner hängt hier dem Adelbert richtig im Heck. Eigentlich schon das ganze Rennen fährt er hinter dem her. Da vorne sehen wir auch schon Iceman fahren. Also die holen auch richtig Zeit auf den Iceman auf. Das wird hier gleich ein Fünfkampf, wenn ich das richtig sehe. Von Iceman bis Matthias wird das hier ein Knäuel werden. Weil Iceman nicht die Zeit jetzt so mitgehen kann wie Brad Pitt und Adelbert und Roadrunner. Und Matthias holt ja auf den ganzen Zug auf. Und ich glaube auch Roadrunner könnte schneller, aber er schafft es halt nicht vorbei. Da hinten sehen wir dann Matthias um die Kurven fahren. Und da ist auch schon Iceman. Und der wird auch schon überholt jetzt. Iceman muss hier Brad Pitt einfach ziehen lassen. Konnte sich da kaum wehren. Und jetzt hängt Adelbert Gammel hinten drin. Boah, das wird jetzt hier ein richtiger Windschattenzug. White Body Allstars ist jetzt in der Box. Oh, wow, wow. Oh, das war aber jetzt nicht gerade fair von Iceman. Da sehen wir jetzt Iceman, wie er an Brad Pitt nebenzieht. Und auch. Ah ne, das ist ja Adelbert da vorne. Oh, wir fahren mit Iceman. Alter Schwede. Das wurde aber auch gerade eng. So, Iceman entscheidet sich auch in die Box zu fahren. Right Buddy ist schon lange in der Box drin. Damit übernimmt Adelbert Gammel diese Führung hier. Dicht gefolgt von Brad Pitt. Roadrunner dahinter auf P3, Matthias dann auf 4, der jetzt auf 2,5 Sekunden schon ran ist. White Body Allstars kommt jetzt aus der Box raus auf P5. Ja, und Adelbert, der fährt jetzt erstmal, hat jetzt mal ein paar Führungskurven hier vor sich. Kann hier aber nicht entspannen oder so, sondern muss hier richtig angasen. Der Brad Pitt, der macht dahinter richtig Druck. Und wir sehen so langsam sogar wieder einen kleinen Sonnenaufgang hier. Da haben wir die Nacht langsam geschafft. Ich denke mal, da werden die Fahrer auch froh drüber sein, wenn sie hier wieder ein bisschen Tageslicht haben.
Und ich bin es ehrlich gesagt auch, dann sehe ich nämlich wieder ein bisschen mehr. Ah, da hat sich Brad Pitt gerade eine Strafe eingehandelt. Aber die sitzt er ja erstmal am Ende der Nordschleife ab. So, und jetzt ist Matthias dran am Roadrunner. Und jetzt bin ich mal gespannt. Boah, da geht er hart übers Gras. Kann das Auto halten, aber das war jetzt schon ein bisschen wild. Aber allzu viel Zeit darf Matthias nicht verlieren. Hinter ihm ist Red Bull, die Allstars, eigentlich sein direkter Konkurrent. Der mit ihm zusammen jetzt eigentlich boxenbereinigt ist. Der verliert natürlich auf ihn jetzt immer mehr Zeit. Weil er hat natürlich freie Fahrt hier. Und Matthias, der hängt jetzt hinter Roadrunner. Ist die Frage, ob der da jetzt zügig vorbeikommt, jetzt hier auf der Geraden. Oh, das ist immer ganz wild hier. Oh, der lässt ihm gar keinen Platz. Da wollte er außen daneben scheren, aber Roadrunner macht da voll die Tür zu. Wir kriegen hier die ganze Zeit die Lichthupe ab von Matthias, da ganz vorne. Fährt Brad Pitt gegen Adelbert. Also echt schöne Zweikämpfe, die wir hier noch haben. Und das über eine Stunde Renndistanz. Haben wir hier noch so ein kompaktes Feld. Zumindest hier vorne noch rumfahren. Dass man hier noch lange nicht sagen kann, wer hier dieses Rennen gewinnen wird. Adelbert macht sich hier richtig breit, dass er hier die Führung behalten kann. Und Matthias da hinten, der macht richtig Druck. Der hängt dem Roadrunner hier fast im Getriebe drin. Bender hat die Session verlassen. Weiß ich nicht, was da jetzt los war. Ob das jetzt ein Disconnect war. Wow, der fährt dem jetzt hinten rein. Eieiei. Roadrunner mit dem Schaden ist davon. Ja, der ist ganz klar reingefahren. Und jetzt mit dem Schaden. Eieiei. Jetzt zieht er an ihm vorbei. Jetzt ist Matthias vorbei an Roadrunner. Roadrunner immer noch kurz noch den Schaden gehabt. Von dem Zwischenfall gerade. Wie reagiert jetzt Roadrunner? Erstmal mit Fettlichthupe hier. Ununterbrochen gibt er ihm jetzt erstmal hier die Lichthupe ab. Also wirklich ununterbrochen. Das ist jetzt hier quasi. Den Knopf hält er quasi dauernd gedrückt. Adelbert Gabel immer noch auf der 1. Dicht gefolgt von Brad Pitt, der aber jetzt hier vielleicht besser um die Kurve kommt und jetzt vorbeigeht. Brad Pitt mit der Führung. Da kam Adelbert Gabel nicht gut aus der Kurve raus. Und Matthias weiterhin vor Roadrunner, der ist immer noch. Ja, das macht mir schon fast einen wütenden Eindruck. Dass er ihm da hinten drauf gefahren ist. Will ihn damit jetzt so ein bisschen aus der Fassung bringen, dass er ihm da die ganze Zeit im Rückspiegel hängt und die Lichthupe betätigt.
Roadrunner lässt sich hier nicht abhängen. Und ich denke mal, das wird jetzt hier richtig spannend auf der Geraden. Wenn er in dem Abstand jetzt bleiben kann, dann kann er sich da gleich richtig mit Windschatten da ranziehen. Aber es wird auch interessant, weil Adelbert scheint da jetzt auch ein bisschen den Schwung zu verlieren. Wenn Matthias es schafft, da in den Windschatten noch reinzukommen. Und das sieht gerade so danach aus. Dann könnte das schwierig für Adelbert werden, denn der hat da zwei Leute hinter sich mit Windschatten. Das könnte Matthias retten vor Roadrunner. Jetzt ist hier die letzte Kurve entscheidend dafür. Also Roadrunner hat auf jeden Fall Windschatten von Matthias und ja, und Matthias auch auf jeden Fall auf Windschatten. Von Adelbert, der zieht da jetzt gleich vorbei. Bumcraftet ihn sogar. Der fährt da vorne rum. Ist das Brad Pitt? Das ist Brad Pitt da vorne. Der kommt hier alleine gar nicht aus dem Quark. Die anderen mit Windschatten boosten sich da vorbei. Und jetzt Matthias rechts neben Adelbert. Geht er da vorbei? Also Matthias hier auf der Geraden zwei Positionen gut gemacht. Übernimmt hier die Führung. Bumcraftet erst Adelbert. Dann ziehen sie beide an Brad Pitt vorbei. Und dann überholt Matthias noch Adelbert selber. Und jetzt vielleicht Brad Pitt mit dem Konter gegen Adelbert. Aber das geht sich nicht aus. Oh, aber jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Sich daneben, aber nee, geht's schon los. Da die Nase jetzt noch reinzuhalten, das wäre auch ganz gefährlich geworden. Ja, und Roadrunner blieb jetzt nichts anderes übrig, als sich das ganze Geschehen von hinten anzugucken. Weit war die Olze immer noch 13 Sekunden dahinter. Der konnte jetzt nicht wirklich Zeit aufholen auf die ganze Gruppe hier. Trotz, dass die sich hier mit zwei Kämpfen hier um die Ohren hauen. Jetzt Roadrunner richtig nah dran an Brad Pitt. Vielleicht sogar ein Angriff möglich hier in der Schikane. Da bremst er sich daneben. Wow. Gehen da parallel zusammen durch. Jetzt hat Roadrunner hier die Innenbahn, aber Brad Pitt außenrum an ihm. Kann er da die Linie halten und bleibt vorne. Das war auch stark gemacht. So, Matthias, der schafft es jetzt so langsam, sich ein bisschen abzusetzen. Er hat natürlich auch die frischeren Reifen im Gegensatz zu Adelbert, zu Brad Pitt. Die müssen ja alle nochmal in die Box rein. Die waren ja erst einmal in der Box. Matthias schon zweimal. Und auch Whitebody war schon zweimal in der Box. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch alle noch einmal stoppen werden. Also Matthias dann mit einem Stop mehr als alle anderen. Konnte sich das aber jetzt mehr oder weniger schon mal positionsmäßig rausfahren. Bei Whitebody, der muss noch an den vorbei, um seinen Stop da wieder wegzumachen.
So, Wout war da ganz knapp hinter Brad Pitt. Wir sehen jetzt schon ein bisschen Tageslicht hier. Jetzt geht hier langsam, jetzt fängt der Tag hier langsam an. Die Nacht ist jetzt hier überstanden. So allmählich. Da sehen wir auch wieder ein bisschen mehr als wir nur Scheinwerfer. Roadrunner, der hängt jetzt den Brad Pitt da hinten drauf. Also Roadrunner hat eigentlich... Boah, jetzt macht hier Adelbert den Zugführer. Der hat da auch irgendeinen Fehler jetzt drin gehabt. Eieiei. Also Roadrunner hat bisher kaum freie Fahrt gehabt eigentlich, wenn ich mir das so angucke. Immer hat er hier entweder den Adelbert vor sich, jetzt hat er den Brad Pitt vor sich. Oh, jetzt die Ausnahme. Nee, das wäre... Oh, oh. Da war er schon mit dem halben Auto auf dem Gras. Roadrunner weiterhin, immer weiter hier mit der Lichthupe unterwegs. Jetzt hier daneben. Oh, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so eine gute Stelle dafür ist. Ah, Roadrunner hat sich gut positioniert hier für den Kurvenausgang. Aber das reicht hier nicht, um entscheidend hier irgendwie einen Angriff setzen zu können. Oh, Roadrunner! Kommt da vom Curb aus weit nach außen. War da fast mit dem ganzen Auto auf dem Gras. Oh, nein, jetzt dreht er sich weg. Ah, da haben die Betonplatten ihm da irgendwie ausgehebelt. Ah, und jetzt noch ein Frontschaden dazu. Ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie blöd aufgesetzt hat oder so. Eieiei. Dadurch hat Brad Pitt jetzt ein bisschen Luft nach hinten. Das Ganze hat Roadrunner jetzt fast 10 Sekunden gekostet. Und das wird natürlich jetzt auch knapp mit Right Buddy, weil der... Ja gut, der ist jetzt noch 2,7 weg. Roadrunner muss jetzt erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen. Wird aber jetzt auch gleich in die Box müssen. Matthias mittlerweile schon 7,3 Sekunden vorne. Kann sich da jetzt ein richtig schönes Polster rausfahren. Während die Fahrer hinter ihm ja jetzt erstmal in die Box müssen. So, gucken wir nochmal weiter. Ein bisschen mehr nach hinten. Laden dann auf P6. Hat auch ein sehr ruhiges Rennen. Mamba Freak noch auf der 7. Position. Da stehen jetzt auch langsam die Boxenstops an. Iceman auf der 8. Der war auch lange Zeit vorne mit unterwegs, aber irgendwie... Ja, der war auch schon nochmal in der Box drin. Dann Fuzzifungo auf der 9. Hennes sogar... Nee. Nee, die fahren alle mit den Medium-Reifen. Hennes dann auf der 10. Position. Snooze auf der 11. Und Chakotay auf der 12. Und ja, den Bender haben wir leider verloren. Irgendwo.
Patiak ist jetzt auf Stadtziel. Adelbert Gammel, die werden jetzt hier reinkommen, die drei. So, zum letzten Mal nochmal das Auto voll tanken. Ride Buddy wird an denen vorbeifahren und P2 einnehmen. Aber auch Ride Buddy, Holster und auch Matthias werden beide nochmal rein müssen. Laden wird auch reinkommen jetzt. Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. So, auch Mamba Freak wird in dieser Runde reinkommen. Während hier, ja, das große Tanken ist. Und Iceman, ich glaube, der wird aber auch nochmal in die Box müssen. Ich weiß nicht, ob das vom Sprit her reicht. Wir gucken mal, wie weit die anderen tanken jetzt. Ja, drei Viertel, knapp drei Viertel. Roadrunner hat sogar fast voll getankt. Und Iceman, ja, der ist knapp bei der Hälfte am Sprit. Also entweder spart er jetzt noch Sprit irgendwo, oder der muss echt nochmal in die Box fahren. Ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass die Nacht überstanden ist. Und ich glaube, jeder Fahrer ist auch froh, dass die Nacht vorbei ist. Aber durch die Boxenstops ist hier auch ein bisschen der Abstand reingekommen jetzt bei allen. Hatten jetzt doch alle ein bisschen unterschiedliche Standzeiten. Bei Roadrunner, der hat wesentlich mehr getankt als wie Brad Pitt und Adelbert. Dadurch ja jetzt fast 12 Sekunden Abstand sogar. Auch Laden kommt aus der Box raus, hat auch knapp drei Viertel getankt. Mamba Freak auch. Fuzzi Fungo auch. Also die haben jetzt alle fast dieselbe Spritmenge noch dabei, außer Iceman, der knapp darunter liegt. Also wie gesagt, entweder spart er jetzt noch Sprit oder der muss echt noch irgendwo einen Stop einlegen, was ihm natürlich sehr viel Zeit kosten wird. Matthias jetzt sehr komfortabel. Vorsprung erstmal 25 Sekunden. Den braucht er aber ja auch eigentlich. Also er hat jetzt 1 Minute 16 zu Adelbert. Das ist ja jetzt erstmal sein Kontrahent, der eigentlich auf P2 lag. Wobei bei Ride Buddy Allstars, wenn der in die Box fährt, eigentlich war er ja am Anfang Zweitplatzierter. Ist dann durch den verfrühten Boxenstopp hinter die ganzen Jungs hier gefallen und kam da erstmal nicht mehr vorbei. Mal gucken, wie das sich nach dem Boxenstopp hier entwickelt. Er hat erstmal fast 52 Sekunden Vorsprung zu Adelbert und Adelbert bekommt jetzt Besuch vom Brad Pitt. Die Zeit, die die beiden jetzt verlieren, das hilft natürlich Ride Buddy, am Ende vor den zwei aus der Box wieder rauszukommen. Also wenn die jetzt hier anfangen richtig zu kämpfen und sich Zeit kosten, das hilft dann alles weit bei die Orts, um hier P2 festzumachen.
Roadrunner konnte aus den 12 Sekunden auch schon 9 Sekunden machen, also kommt er auch ein Stück näher. Vielleicht auch hier dem Zweikampf geschuldet. So, Brad Pitt nah dran an Adelbert, aber ich glaube nicht, dass das hier so sinnvoll ist, jetzt hier irgendwo daneben zu ziehen. Oder wird das doch tun? Er zieht das. Ah, ne, macht er nicht. Boah, jetzt schießt er da über den Curb. Hat er ein bisschen Glück, dass er nicht da drüber hinwegfliegt. Hat ihn jetzt auch ein bisschen den Anschluss gekostet. So, Roadrunner knapp 7,5 Sekunden. Ui, Brad Pitt hier leicht durch den Dreck gefahren. Aber keinen Schaden am Auto. So, was machen die zwei jetzt hier? Also die werden auf jeden Fall nochmal rein müssen. Frage ist, ob sie das diese Runde machen. Oder in der darauf kommenden. Je nachdem, wie stark der Sprit noch reicht. White Buddy hat vielleicht einen kleinen Schluck noch mehr drin im Tank. Aber die Reifen sehen schlechter aus. Geh mal davon aus, Matthias. Ah, fährt jetzt noch nicht rein. Aber ich glaube, er wäre auch auf P2 dann rausgekommen. Ich glaube nicht, dass Brad Pitt da noch rangekommen wäre dann. Mal gucken, was White Body Orts das jetzt macht, ob der da jetzt einen Undercut versucht. Er fährt tatsächlich schon in die Box. Naja, ob man das jetzt bei 27 Sekunden natürlich jetzt Undercut nennen kann, ist natürlich jetzt auch die Frage. Ich glaube, White Body Orts das kommt unter normalen Umständen nicht mal Matthias ran. So, aber wer wird da jetzt alles vorbeigehen? Adelbert, Roadrunner. Roadrunner vor Brad. Oh, Brad Pitt mit einem massiven Schaden am Auto sogar. Vorne den Schaden, hinten den Schaden. Da ist irgendwas gerade passiert, was ich nicht gesehen habe. Dadurch Roadrunner vorbei. Jetzt auf P4 liegend. Ey, da muss irgendwas passiert sein. White Buddy Allstars, der könnte es vielleicht sogar schaffen. Boah, der tankt sehr viel. Ich glaube, so viel muss er gar nicht mehr tanken, oder? Er tankt komplett voll. Boah, ich glaube, so viel Sprit braucht er gar nicht. Also, dass er so viel tankt, das kostet ihn jetzt vielleicht P2. Oh.
kann er sich erstmal durchsetzen. Aber ich glaube, die Menge, die er da an Sprit hat, das hätte er sich sparen können. Ich glaube, 3/4 des Tanks würden hier locker reichen, um das Rennen zu beenden. Und bei Tankgeschwindigkeit von, ich glaube, 2 Liter die Sekunde, ist das sehr viel Zeit. Oh, und Adelbert, oh! Adelbert sticht da voll in den Rhein. Ich weiß jetzt nicht, ob es verbremst war. Aber da gab es schon einen kleinen Kontakt zwischen den beiden. Hat dadurch die Position jetzt auch nicht gewonnen. Aber Roadrunner ist dadurch jetzt richtig rangekommen. Und Iceman muss tatsächlich nochmal in die Box. Für den reicht es nicht, den Sprit. Dann muss er noch nachtanken. So, wenn alles normal läuft, dann sollte Matthias auch als erster später die Box wieder verlassen können. Ja, und Whitebody hat ja auch einen Stop mehr gemacht als Adelbert, als Roadrunner, als Brad Pitt, als, ja, alle anderen außer Matthias eigentlich. Also Matthias und Whitebody jeweils dann 3 Stops gemacht. Adelbert und Roadrunner, Brad Pitt, Laden, Mamba, alle anderen Fahrer eigentlich nur 2 Stops. Ja, außer dann Iceman, der war jetzt auch das dritte Mal drin. Er hat sich sogar die harten Reifen geholt. Das ist mal interessant. Also das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen bisher, dass jemand sich die harten Reifen tatsächlich holt. Boah, Roadrunner! Boah, das war jetzt auch knapp. Macht er jetzt ordentlich Druck. Hätte er fast sogar noch reingestochen. Sehen wir mal, wie die jetzt hier die Fuchse runterschießen. Na, der hat ein bisschen hohen Heckflügel, oder? Sieht man nicht allzu viel. Aber Roadrunner da richtig nah dran. Alter Schwede, das war knapp. Da an der Wand entlang. Kommt aber nicht richtig vorbei. Vielleicht jetzt hier raus beschleunigen, aber das ist jetzt auch keine gute Stelle. Oh, jetzt steckt er doch innen rein. Und Adelbert zieht er zurück. Also war jetzt mehr so ein Überraschungs- Überholmanöver gegen Adelbert Gammel, aber bei Roadrunner, ja, es hat funktioniert. Roadrunner damit auf P3. Und jetzt heißt es, die Flucht nach vorne angehen. Vielleicht sogar noch Whitebody da irgendwie, ja, unter Druck setzen können.
Brad Pitt musste da richtig abreißen lassen. Fährt jetzt mehr oder weniger, ja, alleine auf der Strecke rum. Und Roadrunner, der kommt da richtig gut ran an White Body Allstar. Also das ist jetzt schon fast unter einer Sekunde. Macht da richtig Meter gut. Und jetzt, wenn die... Oh, der kriegt die Kurve aber auch nicht. Hey. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Aber wenn er den Abstand jetzt halten kann, dann kann das auf der Geraden am Ende der Strecke da schon für den Angriff reichen. Also Windschatten, in dem Fenster ist er gleich. Oder siehst du nicht, wie die Autos da die Klippe runterhüpfen? Matthias jetzt in der Boxengasse. Hat jetzt relativ lange Standzeit. Ich glaube aber trotzdem, dass sich das ausgehen wird für P1, dass er da als erster wieder rauskommt. Hat er jetzt fast eine Minute 30 Vorsprung. Also das sollte sich eigentlich voll ausgehen. Ja, und Roadrunner hängt jetzt dran. Und kann sich da jetzt mit Hilfe des Windschattens... Muss halt jetzt nur aufpassen, wenn er zu früh schon vor ihm einschert, kann es passieren, dass White Body Allstars sich in seinen Windschatten wieder reinhängt und dann direkt einen Konter setzt. Also am besten bumpcraftet er ihn jetzt ein bisschen. Die Gerade runter und am Ende der Geraden setzt er sich daneben und zieht vorbei. Oh, da gab es gleich einen Lag wieder. Aber das macht Roadrunner in dem Fall jetzt nicht. Er zieht direkt daneben. Mercedes internes Duell. Die sind jetzt auf gleicher Höhe. Oh, lassen sich auf den Platz, den sie brauchen, und geht damit auch vorbei. Roadrunner damit auf P2 liegend, Matthias schon lange wieder auf der Strecke. Wir werden jetzt gleich sehen, wie viel Vorsprung er noch hat. Ja, das sortiert sich jetzt da oben gerade ein. 41 Sekunden. Also hat da richtig viel noch Vorsprung. Hat auch in meinen Augen besser getankt als wie White Body Allstars, der in meinen Augen halt immer noch viel zu viel getankt hat. Und dadurch auch wichtige Sekunden verloren hat gegenüber, ja, seiner Konkurrenten. Ja, damit sind jetzt wahrscheinlich alle Boxenstops durch. Matthias führt mit 40 Sekunden das Feld an. Roadrunner dann auf P2. Hatte die ganze Zeit, ja, weil eigentlich die ganzen 2 Stunden in Zweikämpfen drin. Und hat jetzt, glaube ich, das erste Mal überhaupt mal freie Fahrt. Also so richtig freie Fahrt. Und wenn er keinen Fehler macht, dann kann er das hier auf P2 auch nach Hause fahren. White Body Allstars dann dahinter auf P3 liegend. Adalbert Gammel dann auf P4. Brad Pitt auf P5. Die Abstände natürlich jetzt werden sehr groß. Laden dann auf der 6. Mamba Freak auf der 7. Tut mir echt leid für die Jungs im hinteren Feld, dass sie echt sehr wenig Streamtime bekommen haben.
Hennes auf 10. Ist aber auch nur voll. Oh! Der steht. Oder was macht er? Das war aber jetzt auch. Nee, der fährt super langsam hier. Lässt er die KI fahren? Sieht ja fast so aus, wa? Auf jeden Fall kommt Hennes da jetzt deutlich näher. Und es sieht mir so ein bisschen so aus, als würde ich die KI fahren lassen. Ja, Hennes damit natürlich ohne Probleme an ihm vorbei. Also ich kann es nicht sehen, ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Aber falls es so ist, dann wird Hennes gleich von der KI überholt. Boah, das sieht mir aber nach KI aus. Also so stark wie der runterbremst. Nur auf der Geraden geht er halt voll ab, ne? Boah, da muss Hennes sogar ein bisschen aufpassen. Aber das hätte ich ihm jetzt auch schon vorher sagen können, dass der früher bremst. Das hat jetzt auch ein bisschen was mit Vorausschauen und Fahren zu tun. Also wenn du schon Kurven vorher siehst, dass der so langsam fährt und wahrscheinlich die KI fahren lässt, dann würde ich mich zum Anbremsen nicht direkt hinter ihm einordnen. So, aber damit scheint Hennes jetzt endgültig vorbei zu sein. Was bei Iceman los ist, weiß ich nicht. Oh, Snooze. Oh. Hatten wir auch lange nicht im Bild, LD Snooze. Also ich weiß ja nicht, ne? Er fährt jetzt noch nicht sehr lange den Lambo. Das ist sein zweites Rennen jetzt mit dem Lambo. Also richtig einen Gefallen hat er sich, glaube ich, damit nicht getan. Weil auch das erste Rennen damit war eher bescheiden. So, Chakotay fährt auch ganz hinten seine einsamen Runden. Aber er fährt noch, das muss man ihm auch lassen und anerkennen, die 2 Stunden Nürburgring erstmal durchzufahren. Das muss man auch erstmal hinkriegen, das muss man erstmal schaffen. So, hier vorne scheint das jetzt immer klarer zu werden. Matthias in Führung liegend, lässt da wahrscheinlich in den letzten, ja, 11 Minuten, die wir jetzt noch haben, jetzt anbrennen. Roadrunner baut seinen Vorsprung auf Buddy Allstars auch weiter aus. Macht damit fast P2 fest. Ja, und Adelbert kommt da auch nicht so richtig mehr dran an die Top 3. Ich glaube, der bleibt auf der P4, aber ich glaube, damit wird er auch sehr zufrieden mit sein. Es war auf jeden Fall von allen Beteiligten ein gutes Rennen. Was wir hier so gesehen haben an Zweikämpfen. Platz 9 wird gleich überholt. Platz 9 ist Hennes. Und hallo Marfai, aber ich glaube, deine Nachricht kam schon ein bisschen früher, aber ich habe nicht mehr allzu oft in den Chat geguckt, tatsächlich. Also wenn du das Duell zwischen Hennes und Iceman meintest, ja, das habe ich gesehen und... Aber ich bin eher der Meinung, er lässt da die KI fahren. Obwohl, jetzt sind die Warnblinker tatsächlich wieder aus. Fährt er jetzt wieder selber? Sieht jetzt eher wieder so aus, also... Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur kurz an der Tür geklingelt, dass er da kurz weg musste, ich weiß es ja nicht.
scheint aber jetzt wieder selber zu fahren. Auch interessant. Ja, war schon länger her. Ja, sehe es mir nach. Ich, ja. Hier im Chat ist nicht allzu viel los, deswegen habe ich da jetzt so längere Zeit auch nicht mehr drauf geguckt. Aber ich glaube, dass der Hennis sich das auch jetzt nicht mehr nehmen lassen wird. Auch wenn Iceman jetzt selber fährt. Ich weiß nicht so ganz, warum er die harten Reifen jetzt gewählt hat. Die hat eigentlich kein anderer gewählt. Die hat auch am Freitag keiner gewählt. Du kannst mit den Mediums hier eigentlich locker 3 Stints fahren und dann bist du durch. Oder du machst es wie Matthias und White Body und machst 4 Stints. Und wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass ich hier vorne jetzt in den letzten, ja, fast 7,5 Minuten, die wir jetzt auf der restlichen Uhr haben, wenn hier keiner mehr eigenständig hier irgendwie einen Fehler macht, so wie Obi es am Freitag geschafft hat, dann werden wir hier ein deutlich entspannteres Finale sehen. Obi hat es ja gestern nochmal unnötig ein bisschen spannend gemacht. Also für ihn war es wahrscheinlich unnötig, für uns war es super. Für die Spannung im Stream war es echt toll. Also, ne, Matthias, wenn du nochmal... Oh. Alter, ich hab's jetzt voll gejinxt, ne? Eieiei, Matthias. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht gerade. Bin ich jetzt ehrlich. Boah, das war jetzt schon heftig. Wie viel hat Roadrunner da dadurch jetzt gewonnen? 20 Sekunden, 19... Ja, lass ihn mal so 17 Sekunden rangekommen sein. Das ist natürlich immer noch eine hohe Hausnummer, die er da hat. Aber irgendwie fühle ich mich gerade dafür verantwortlich, dass ich das so gejinxt habe. Aber Matthias war auch schon... Anfang des Rennens und auch immer mittendrin im Rennen immer so ein bisschen fehleranfällig. Ich glaube, er hätte wesentlich mehr Vorsprung hier aus diesem Rennen noch rausholen können, wenn er hier so 3-4 Fehler, die er selbst gemacht hat, nicht gemacht hätte. Aber gut, das ist halt auch die Nordschleife, das ist hier die wahrscheinlich anspruchsvollste Strecke hier, die du überhaupt finden kannst auf diesem Planeten. Und ja, hier heile 2 Stunden ohne irgendwelche Wandbügungen durchzukommen. Da musst du echt hochkonzentriert für sein und ja, die Strecke eigentlich in- und auswendig kennen.
Auf der Chakotay, ich hoffe, also der wird auch hoffen, dass das Rennen gleich vorbei ist, wenn ich mir den Spurtstand da so angucke. 3 Minuten noch. Ich glaube, der wird sogar noch eine Runde fahren müssen. Die werden, lass mal gucken. Ja, für Matthias wird das jetzt die letzte Runde sein. Der ist natürlich jetzt am Anfang der. Oder wo ist er jetzt gerade auf der Nordschleife? Na, relativ am Ende. Also der wird auch noch mal eine Runde drehen. Matthias wird noch eine Runde fahren. Oh, das wird für Roadrunner aber dann auch eng. Also Roadrunner, ich weiß nicht, aber ich glaube, der wird sich wünschen, das Rennen wird gleich für ihn abgebunken. Da bin ich ja mal gespannt. Weil wenn der jetzt schon... Oh, Adelbert Gammel. Aber ich glaube, für ihn wird sich das ausgehen. Für ihn wird sich ja schon eher ausgehen, aber der Roadrunner bin ich mir nicht sicher. Ist noch knapp 1,5 Minuten. Da könnte White Buddy Allstars vielleicht tatsächlich noch davon profitieren, dass er sein Auto nochmal komplett vollgetankt hat. So, Matthias geht jetzt hier zum vorletzten Mal auf die Gerade hier. Der wird noch mal eine Runde fahren. Das wird aber auch für ihn kein Problem sein, denn er hat ja mehr als genug Sprit dabei. Die Frage ist, was macht Roadrunner? Der hat nämlich, glaube ich, eine Runde zu wenig dabei und der spart auch richtig Sprit. Der ist richtig am Sprit sparen. Und das sehen wir, White Buddy. Obwohl 2,63 zu 2,3, ja, okay, auf der Geraden nimmt es sich jetzt nicht. Aber Roadrunner, der muss hoffen, dass das Rennen jetzt abgebunden wird. Und der hat noch 20 Sekunden, das... Ui. Hier ist gelb. Was ist hier gelb? Roadrunner. 4, der fährt noch eine Runde. Ach, da fährt Chakotay. Und die fahren noch eine Runde. Roadrunner hat zu wenig Sprit mit. Und das wird White Buddy Allstars jetzt hier nutzen. Das heißt, der erste, der abgebunden wird, ist Adelbert Gammel. Herzlichen Glückwunsch zu P4. Ja, Chakotay hat eigentlich darauf gewartet, dass er abgebunden wird. Er hatte keine Lust, noch eine Runde zu fahren. Aber für Roadrunner, der muss jetzt 180 Sekunden überleben. Weil sobald der erste über die Ziellinie gefahren ist, läuft hier eine Zeit ab von 180 Sekunden. Und ab dann werden automatisch alle abgewunken. Und wenn er es, glaube ich, schafft, in der Zeit... Ah, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Weil... Weil wenn er das Rennen natürlich regulär zu Ende fahren müsste, über die Ziellinie, würde er es nicht schaffen. Und das Spiel winkt ihn ja vorher schon ab. Ist jetzt wieder so eine Sache, ich kenne mich mit den, was das angeht, jetzt mit dem Regelwerk, da müsste man jetzt nochmal nachlesen. Aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, wenn er es schafft, vor den 180 Sekunden da vorne zu bleiben, dann hat er auch den P2, weil dann ist er ja abgebunken. Aber ich weiß nicht, ob er das überhaupt schafft. So, hier werden die Leute abholen. Brad Pitt auf P5, Laden auf 6, Mamba auf 7. Ein Großteil ist hier unterwegs. Hennes verliert das Auto nochmal. Das könnte vielleicht Iceman noch nutzen. Jetzt hier kurz vor Ende.
Was macht vorne Roadrunner? Rollt der jetzt aus? Der rollt aus. Der hat keinen Sprit mehr. Roadrunner steht! Right Buddy Allstars übernimmt P2. Und Roadrunner steht und profitiert noch davon, dass hinter ihm alle abgewunken sind. Also mehr als also weniger als P3 wird es nicht. Right Buddy Allstars tatsächlich davon profitiert, dass er mehr Sprit mit hat. Am Anfang, also eigentlich hat er zu viel mitgenommen, aber das wurde ihm doch jetzt, ja, ganz bittere Geschichte. Und wie gesagt, er kann glücklich sein, dass hinter ihm Adelbert alle anderen schon abgewunken sind. Wenn wir jetzt hier in ACC wären, oder jetzt, wenn jetzt generell die Regelung anders wäre. Oh, das war aber knapp für Hennes gerade. Das Rennen wurde gerade abgewunken. Hennes blieb da noch vor Iceman. Eieiei, ein spannendes Rennen. Ein sehr, sehr spannendes 2 Stunden Nürburgring-Rennen. Spannung bis zum Schluss. Von Anfang an eigentlich bis zum Ende hat man immer 2 Kämpfe gehabt. Und ja. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall nicht warten, bis alle raus sind, weil ich bin nicht der Lobby-Host. Ich kann jetzt hier gleich einfach verschwinden. Ich speichere mir das mal ab hier. Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch an Matthias. Haben wir jetzt gar nicht gesagt, weil er noch unterwegs war und selber nicht abgewunken wurde, obwohl er der Erste ist. Ich meine, das ist auch vom Spiel so ein bisschen doof gemacht, muss man jetzt ehrlich mal so sagen. Eigentlich wird der Führende zuerst abgewunken und nicht, weil die Zeit abläuft, dann der Viertplatzierte zuerst oder so. Also so ist es eigentlich auch in den normalen Formaten ja eigentlich, ne? Wo auf Zeit gefahren wird, dass meistens die Zeit abläuft und dann noch plus eine Runde oder so. Und dass hier einfach mittendrin dann die Fahrer abgewunken werden, ist schon ein bisschen. Ja. Führt dann genau zu solchen Sachen. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an Matthias. Mit großem Vorsprung dann doch am Ende gewonnen. Hat's auch ein bisschen knapp gemacht nochmal am Ende, aber der Vorsprung war so groß, dass er es dann doch über das Ziel gebracht hat. Und ja, es war auf jeden Fall eine Freude, das zu kommentieren. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fahrer freuen sich darüber, wenn sie es im Nachhinein sehen. Und tut mir vielleicht leid, dass der ein oder andere gerade um die hinteren Plätze vielleicht jetzt nicht so viel Streamteil bekommen hat. Aber wenn die Abstände da so groß werden und auf der anderen Seite hast du dann Abstände, die recht klein sind, du hast richtig 2 Kämpfe, dann guckt man sich halt doch lieber den 2-Kampf an. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ja, es hat allen Fahrern Spaß gemacht und ja, wünsche euch allen, die jetzt noch mit dabei sind, alle, die das jetzt im Nachtrag gesehen haben, einen schönen Restabend, ein schönes Restwochenende, morgen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Liga-Rennen.